Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir orakeln heute Frankfurt gegen Hoffenheim in der Bundesliga. Ja, es ist mal wieder soweit, ne? Sonntag. Dieses Mal sogar drei Spiele am Sonntag. Aufgrund der Champions League und Europa League. Und, verdammt, da ist er falsch gelaufen. Er sollte eigentlich auch zuerst zu ihm machen. Na, wo passt er denn hin? Bro, da, zu dem. Schon die ganze Zeit. Oh, schönes Ding, schönes Ding. Wir spielen weiterhin auf Profi. Und, ich sehe so leichte Tendenz für Frankfurt. Ne? Frankfurt 6. Muss nochmal nachgucken schnell. Gar kein Problem, das machen wir nochmal schnell. Aber ich glaube, Hoffenheim ist sogar 7. Genau, aber die können die nicht überholen, selbst wenn die gewinnen würden. Würde Frankfurt weiterhin auf Rang 6 bleiben. So, und normalerweise müsste ja in dieser Reihenfolge, also an diesem Spieltag auch theoretisch betrachtet Frankfurt gewinnen, weil alle, die oben sind, ich meine, okay, Hoffenheim zählt ja auch dazu, vielleicht spielen sie auch eher unentschieden dann. Aber alle, die oben sind, haben jetzt gewonnen. Stuttgart hat gewonnen, Bayern hat gewonnen, Leipzig hat gewonnen, Dortmund hat gewonnen. Weißt du, die einzigen, die noch fehlen, sind halt Leverkusen. Und das werden wir an diesem Wochenende dann erleben. Ob die... Ach nein, das ist zu hoch. Das werden wir dann, wie gesagt, erleben, ob die das auch noch schaffen. Ich wollte zuerst auch das aufnehmen, aber das Spiel passt zeitlich besser mit der anderen Aufnahme, die heute kommt. Wenn alles glatt geht, kommt ja noch Pokémon. Und, jo. Genau, das ist es erstmal. Unter der Woche dann Dortmund in der Champions League als Aufnahme. Ey. Ja, ey, das ist halt auch mies so, weißt du? Ich gehe extra in den Zweikampf rein, das juckt den überhaupt nicht. Und er kann gleichzeitig noch schießen und macht das Ding auch noch rein. So, das ist mir ein bisschen zu viel Skill manchmal. Wo geht der Pass hin? Drei rote. Alles klar, er passt zum Weißen. Stark. Machen Sie nicht gut jetzt. Ah, das ist so. Das ist André Kramaric. Ärgerlich. Na komm, gib mir nochmal den Verteidiger, den ich brauche. Ah, ein Wunder, dass der nicht drin war. Ja, aber wie gesagt, normalerweise würde ich eher davon ausgehen, leichte Tendenz hier, leichte Vorteile für Frankfurt. Wundert mich sowieso, dass Hoffenheim diese Saison wieder ein bisschen besser unterwegs ist. Na, weißt du, passt doch. Passt doch ordentlich. So. Auch kein so richtiges Durchgang. Guck mal, er muss doch einfach bloß nach oben laufen hier. Dann laufe ich halt nach oben und hau ihm das Ding rein. Also guck mal, wir haben da zwei Stürmer. Das können wir gleich nochmal hier in der Wiederholung durchgehen. Hier. Die laufen beide nach unten. Ich meine, okay, ist ja clever dann gewesen für mich. Aber wenn ich jetzt hätte einen Pass spielen wollen, laufen die einfach beide an die gleiche Stelle und da stehen auch noch Verteidiger. Was soll der Quatsch? Lauf doch in den freien Raum. Okay, hier durch. Gute Aktion. Starke Waffe. Nochmal nach oben und dann... Nein, wo schießt du hin, Alter? Wo schießt er denn hin? Ich habe eher gedacht, dass er links vorbeischießt. Ich habe mir nach links gedrückt. Oh, da haut er das Ding rechts vorbei, ey. Das war auch nicht schlecht. Muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, ich gehe auch in dem Spiel davon aus, dass... dass mehrere Tore fallen, aber auf beiden Seiten, ne? Also nicht, dass wir hier irgendwie... nochmal. Nein, zu dem noch nicht. Ich habe nach oben gepasst. Wieso passt du nach unten? Also manchmal ist es... Was wird er gegeben? Ja, aber die hatten den Ball doch noch. Die hatten doch Vorteil. Oder war zusätzlich auch noch abseits oder was war das? Manchmal wundert mich das halt mit den Pässen, weißt du? Ich drücke den irgendwo in eine Richtung. Zum Beispiel nach oben und er passt auf einmal nach unten. Mega strange. Obwohl dann der Verteidiger oder der Verteidiger, der Spieler halt auch noch einen Kilometer weiter wegsteht als der, zu dem ich eigentlich passen will. Alter, wieder vorbei. Ich habe keine Ahnung, aber in letzter Zeit habe ich es echt mit den Richtungen.
dass sie wirklich irgendwie irgendwo anders hinfliegen, die Bälle. Also würde mich auch wundern, wenn das im Controller liegt, weil der Controller ist relativ neu. So, schönes Ding. Da hat der PC mal mitgearbeitet, das war nämlich nicht ich. Ich habe mir den oberen Spieler geschnappt. Oder bekommen. Manchmal hat man da ja gar nicht so groß Einfluss drauf. So. Ja, wie gesagt, Frankfurt ist auch so eine Mannschaft aktuell in dieser Saison. Da wundert man sich wahrscheinlich selber so, warum man sechs oder wie man auf den sechsten Platz gekommen ist. Weil es ist auch oft so, dass... Könnte gefährlich werden. Gefährlich! Nein, zu weit vorgelegt. Komm. Es ist halt auch oft so, dass... dass sie diese wichtigen Spiele verlieren. Nur alle hinter dem verlieren dann auch sowas. Also, besser als der sechste Platz wird es auf gar keinen Fall für Frankfurt, weil die Konkurrenz zu stark ist, beziehungsweise zu sehr punktet. Also die ersten fünf Plätze. Und Frankfurt dann hier und da einfach zu schlecht ist. Und manchmal haben sie das Glück des Tüchtigen, würde ich es mal so betiteln. Weil sie auch oft dann irgendwie nochmal zurückliegen und trotzdem... Das gefällt mir ja alles überhaupt nicht, ey. So. Rausspielen ist hier irgendwie ein bisschen tricky gerade. Robin Koch. Ja, weil sie auch, wie gesagt, oft so hinten liegen. Und dann auf einmal in der letzten Minute oder so nochmal schnell einen Ausgleich sich ergattern, was ja auch gut ist. Aber wo man auch so manchmal denkt, okay, da wäre vielleicht mehr möglich gewesen. Wenn man direkt die ganze Zeit so auf Power gespielt hätte, ne? Nee. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Ja, siehst du, ich meine, das spiegelt das ja hier perfekt wieder. Hier wäre auch mehr möglich, aber irgendwie... Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ah, schade. Da hat er direkt den Abschluss gesucht, ne? Also, da hat man auch manchmal so Schwierigkeiten, weil du dir so denkst, okay, ich habe doch auf Schießen gedrückt, warum nimmst du den Ball denn erst noch an? Das machen sie halt auch oft. Oh, nun Götze. Da wundert man sich manchmal, weil das Tor dann einfach leer ist und du drückst auf Schießen, noch bevor er den Ball annimmt. Und dann nimmt er den Ball an und du denkst dir nur so, hä? Wieso nimmst du den Ball an vor einem leeren Tor? Und schießt dann erst. Schießt doch gleich. Hoffenheim könnte über außen kommen. Hier das Bebu. Ja, irgendwie... Tolle Chance. Hat Genauigkeit gewählt. Bin ich da nicht richtig an den Ball rangekommen. Die haben immer zu dem Zeitpunkt, wenn ich der Spieler war, wieder weggepasst. Guck mal, wie die drücken. Die wollen mich hier hinten schon richtig einkesseln. So... Ja, da läuft natürlich wieder dieser Dulli-Verteidiger mit. Der mich auch schön wegblockt. Haben wir eine Ecke, vielleicht können wir hier noch irgendwas rausholen. 15 Minuten noch. Das müssen sie eigentlich anders lösen. Ah, wieder viel zu viel los. Viel zu viel da unterwegs. Energisch den Ball geklärt, es gibt einen. Okay. Also so aufstellungsmäßig, normalerweise komme ich ja eigentlich mit Frankfurt immer ganz gut klar, aber wo passt du hin? Da habe ich zum Beispiel nicht nach links gepasst, sondern nach oben. Aber irgendwie... Nein, er läuft nicht mit, doch, ja. Ja, okay, das war auch wieder Crap. Ja, irgendwie hat der Gegner so eine blöde Aufstellung, wo ich nicht so richtig mit klarkomme. Ja, hallo, zu dem. Nein! Es ist so ärgerlich. Es ist so ärgerlich, weißt du, dann drückst du einmal zu oft auf Dreieck, weil du dir auf einmal so denkst, wieso läuft der Spieler nicht mit und auf einmal läuft er doch mit oder spielt den Pass zu spät und... Oh. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Ja, Käse. Das ist natürlich bitter. Natürlich zum... Alter, ich wollte doch gerade sagen, ich habe doch deine Fahne gesehen, da muss doch schon längst irgendwo abseits gewesen sein. Boah. Ich sag ja, Hoffenheim drückt. Und das schon die ganze Zeit. Tuta.
Was machen wir? Also ich würde sagen, langsamer Aufbau. Dass man hier vielleicht irgendwie schön Zeit von der Uhr nimmt. Nochmal reinflankt. Nee. Sie können klären. So. Ich wollte gerade sagen, wir sind doch schon längst über der Zeit, muss ja nicht langsam abpfeifen. Knappes 2-1 klingt auch nach einem Real-Life-Ergebnis, obwohl ich vielleicht sogar ein 3-2 oder so sehen würde, dass noch mehr Tore fallen sozusagen. Na, oder 2-2 oder so. Für mich kleine Tendenz Richtung Frankfurt, jedenfalls sollte die Tendenz so sein. Aber manchmal hast du es halt, dass Hoffenheim dann doch ein bisschen besser spielt, als man denkt. Und Frankfurt plötzlich schlechter spielt, als man denkt. Ne? Aber ja, ich denke, das wird 2-2, 2-1, 3-2, irgendwas in die Richtung. Schauen wir mal. Eure Gedanken wie immer sehr gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich einfach mal ciao.